Ich finde, Basti hat absolut recht. Lachen verbindet, aber wir merken ja schon hier an der einen oder anderen Stelle schon mal, dass es mit dem Miteinander ein bisschen schwierig ist so. Weil meine Freundin, also Lebensgefährtin, hat persische Wurzeln. Sie ist in Deutschland geboren, auch hier aufgewachsen, also Deutsche. Ne, eigentlich. So, ne, manche raffen das noch nicht so ganz. Sie wird teilweise so dumme Fragen gefragt, wirklich so, ach, Sie sind Perserin, mein Arzt ist auch Perser, kennen Sie den? Und du so denkst, Alter, mich fragt ja auch keiner. Hör mal, Tané, du bist eine Lesbe, ne? Sag mal, die Alice Weidel von der AfD. Das ist ja auch eine Lesbe. Kennst du die? Wo ich immer sage, ja sicher. Wir teilen uns auch dieselbe Haushälterin. Das macht keinen Sinn. Auch manchmal, wenn wir so Händchen halten, über die Straße laufen, passiert das. Der erste Blick fällt komplett irritiert auf unsere Hände, dann in unsere Gesichter, dann wieder auf die Hände und dann bleibt der Blick bei mir haften, so nach dem Motto... Rassenschande. Und ich krieg echt mit, wie letztens jemand an uns vorbeigeht und ich höre, wie der sagt, typisch Flüchtlinge, jetzt nehmen die uns oder die Lesben weg. Weißt du, meine Freundin fand das auch gar nicht lustig so, ne? Weil sie hat auch was sehr Sinnhaftes studiert. Die läuft eigentlich den ganzen Tag bei uns zu Hause nur mit so einem Whiskyglas durch die Bude und zitiert Platon. Immer so, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das kaum. Und ich komme so bei uns die Tür rein, so. What's going on? On. Dum dum, ring ding, ding ding ding, ring ding, ding 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 ding, ring ding, ding ding ding, ring ding, ding dum dum. Das ist so das Gefälle in unserer Beziehung. Wirklich, sie denkt vor, ich denk nach. Das ist so unser Thema. Und dann haben wir letztens so durchgesäppt und sind bei Promi Big Brother hängen geblieben. Alter, ey, das ist Lebenszeit, die du nicht zurückkriegst. Promi Big Brother. Ey, die Leute, die da mitmachen, das ist auch so die, weiß ich, so die geistige Nachgeburt einer Spielerfrau. Nee, sorry. Echt jetzt. Und dann gucke ich das und dann saß da so eine Bachelor-Tussi im Interview, die da mitgemacht hat, saß da und meinte so, ja, also ich war ja erst Curvy-Model. Also eine ganz normale Frau. Dann habe ich 20 Kilo abgenommen, war beim Bachelor und jetzt bin ich so froh, dass es endlich ein Format gibt, wo es um die Person geht. Was? Bei Promi Big Brother geht es doch nicht um die Person, da geht es um die Leute, die vorm Fernseher sitzen und sagen, Erika, Erika, guck doch mal die Assis im Fernseher, die sind viel assiger als wir am Sein tun, am Sinn sein, am Sinn sein, am Sein sind, am Tun, am Sinn sein, sind. Erika! Erika! Komm doch runter vom Kackpot! Guck doch mal die Assis! Weißt du, darum geht's ja. Und das Beste bei Promi Big Brother ist ja diese bedrohliche Stimme, ne, die immer reinruft und sagt: Bewohner. Ich glaube, eigentlich ist das Kathi Karrenbauer. Die macht einfach so einen ganz miserablen Zweitjob, sitzt einfach so alleine in einem Raum, ganz traurig auf so einem Hocker, rauchend und macht diese Ansagen. Immer so, Bewohner. Boah, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Wie lang geht die Staffel noch? 2 Monate. Ja, krieg ich rum. Apropos rum. Machst du mir nochmal einen Jackie Cola? Aber wenig Eis, mehr Jackie. Ich liebe diese Stimme, ne? Ich liebe die Stimme von Kathi Karrenbauer. Ich glaube, die hat auch keine Stimmbänder, die hat Schmirgelpapier. So. Und die kannst du doch einfach super gut einsetzen. Ich finde, die müsste viel mehr Formate im Fernsehen kommentieren. Stellt euch mal bitte vor, Kathi Karrenbauer kommentiert Shopping Queen. Die sitzt einfach wieder auf dem Hocker so. Hässlich, 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 hässlich. 6 Sekunden Staffel vorbei. Aber eigentlich ist Promi Big Brother auch so ein bisschen wie Saw. Nur, dass keiner stirbt. Wobei, das wäre wieder geil, oder? Dann wäre das kein reiner Voyeurismus mehr. Dann könntest du aktiv entscheiden, wer von diesen geistigen Amöben lebt oder stirbt. Und ich wette mit euch, dieselben Leute würden wieder reingehen, weil es geht um die Person.
Ja, ich möchte tatsächlich eine kleine Lobeshymne auf NRW halten heute, weil Lokalpatriotismus gehört genauso zu uns wie die Vollsperrung auf der A3. Wir sind auf bei jeder guten Statistik auf der 1, Leute. Zum Beispiel bei Verkehrstoten. Aha, Zeit, Onkel Werner, eine Suzuki zu kaufen. Bei uns werden nämlich Familienprobleme noch anders gelöst, nämlich mit Geschenken. Wir sind bei Zuwanderung auf der 1, aber auch bei Auswanderung. Das heißt, alle wollen hierher, aber auch wieder weg. Das beschreibt NRW eigentlich ganz gut, ne? Wir sind nämlich wie so ein gemischter Vorspeisenteller. Willst du noch ein Stück Aachen? Nein, danke, ich kau immer noch auf den Westfalen rum. Mann, sind die trocken, verstehen Sie? Ha. Das ist wirklich so, ne? Wir wollen immer überall dabei sein und merken gar nicht, dass das alle anderen nervt, ne? Und immer diese komische Mentalität, fremde Menschen anzulabern, ne? Ich war letztens in Hamburg, stehe neben einer Frau und sag, oh, gucken Sie mal, ist das nicht schön, wie die Sonne gerade rauskommt? Guckt die mich an und sagt, kennen wir uns? Gespräch Ende. Das ist wirklich, das ist ganz furchtbar. Wir sind ein bisschen wie die Amis, ne? So oberflächlich freundlich. Und immer dieses, ja, das müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Und dann passiert nix. Ne? Das ist nämlich, das ist echt so ein Ding, weil Verbindlichkeit ist nicht so eine NRW-Sache. Deswegen ist komisch, dass unsere Flughäfen fertig sind. NRW, wenn man eine Bad Taste Party bei Wish bestellt. Aber es ist nicht überall und immer so, ne? Weil NRW ist auch super divers, grün und idyllisch. Ich komme zum Beispiel, Luke hat es eben schon gesagt, gebürtig aus Heinsberg. Und das muss ich seit ein paar Monaten auch nicht mehr erklären, ne? Vorher immer so, ja, Heinsberg, das ist bei Aachen, bei Mönchengladbach an der holländischen Grenze. Jetzt sage ich Heinsberg und alle nur... Aber ich habe das echt gefeiert, ne? Weil Heinsberg ist tiefstes Dorf und ich fand es großartig, als Kind auf dem Dorf groß zu werden, ne? Weil da hattest du noch irgendwie andere Freiheiten. Du kannst natürlich nicht so viel machen auf dem Dorf, ne? Was du machst, ist saufen, grillen, besoffen grillen. Das ist der Kreis, aber der funktioniert. Und was auch total normal ist auf dem Dorf, da schnappt sich die Oma das Kissen, legt das Kissen auf die Fensterbank und sagt, so, jetzt guck ich die anderen kaputt. Das ist normal. That's Dorf Life. Und in Heinsberg war das auch so, wir hatten so eine Straße, da waren alle Clubs. Ne? Da haben sich auch, ne, da waren viele intelligente Menschen am Werk, die haben gesagt, ne, wenn schon, dann machen wir eine Meile. Und samstags war da immer Holländerabend. Ne? Und da haben die wirklich so einen ganzen Bus angekarrt mit einem Riesenpulk Holländer, der ausgestiegen ist. Die hatten alle so eine Cap an, die so eng gemacht war. Ich glaube, die lag die Nacht über in der Klemme, damit die so stehen geblieben ist. Dann Zigarette hier, Zigarette da. Und dann ging's los. Ne? Ey, Janne, laat me een beetje stompen. Ja, Rickert, doe me een echt goede beat. Hè? Laat me een beetje stompen. Hè? Und dann ging's ab. Wie in so einer Legebatterie auf Steroide. Richtig unangenehm. Und dann lag lecker Frikandel Spezial und ab nach Hause. Ja, das ist aber so, ne? Wir sind gastfreundlich. Und laut. Weil NRW ist der, der irgendwann beim Junggesellenabschied schreit. Und jetzt Nutten. Ich schwör's euch, wären die Bundesländer so eine Gruppe, die abends zusammen saufen gehen, ne? NRW wäre safe der, der schon beim Vorglühen hackenstramm ist, kotzt und danach alle anderen motiviert weiter zu saufen, ne? Einer geht noch rein. Baden-Württemberg hängt schon voll fertig an der Laterne. Ah, ihr seid doch wahnsinnig. Ich muss heim in mein Mautäschle, geht gar nichts mehr, nein. Und Berlin nur, ey, was ist denn mit dir, Alter? Das ist erst Vorglühen, nimm mal den Ketamin, Dicker. Scheiß Touristen, Alter. Und NRW wieder, oh, Ketamin, da kann ich mitreden. Meine Tante ist auch Käthe. Willst du mich verarschen? Halt die Fresse, Dicker. Du bist doch in Flughafenwitz von Kieferbruch entfernt. Oh ja, da war immer eine ganz kurze Landebahn. Das ist auch NRW. Immer so einen dummen, dämlichen Spruch hinterherdrücken. Ich sag euch, wäre Deutschland so eine Ansammlung von Sendungen, wir wären ganz sicher das Sommerhaus der Stars. Wir sind nicht perfekt, aber dafür unangenehm. Danny Joe auch noch am Start. Danny, der beide Karten hat Joe ab ihm. So. Mega, ja, Simon hat es gerade schon gesagt, einkaufen ist manchmal ein bisschen tricky so. Ich habe das auch oft, wenn ich im Supermarkt stehe, vorm Butterregal. Ich muss immer an diese scheiß Butterwerbung mit Helene Fischer denken. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist der Hammer. Da geht Helene Fischer mit so einem Brot an der Kamera vorbei mit so dick Butter drauf. Ganz normaler Montagmorgen bei den Fischers. Sie hat auch ein Holzfällerhemd an, weil sie ist ja privat. Ich glaube, sie hat auch die Kühe vorher selber gemolken. Und die Butter selber gestampft. Und dann steht die da mit so dick Butter. Sie hat auch echt Probleme, das Brot zu halten, weil die Butter zieht extrem nach unten. Aber sie lässt sich nichts davon anmerken und sagt freudestrahlend in die Kamera.
Naja, also nach so einem Auftritt bin ich ja schon mal nervös. Aber nach so einem Brot mit Alpenbutter von Meckle, da läuft's bei mir. Wie geschmiert. Ist das ein Riesengag? Da hat jemand Geld für bekommen. Jetzt muss ich's ja essen, ne? Ich geb's Florian, dem Arschloch. Ganz ehrlich, ich will nicht, dass Helene Fischer Butterwerbung macht. Ich will, dass Rainer Kallmund Butterwerbung macht. Ich will, dass der da steht, nackt. Eingerieben mit 50 Butterpaketen. Da gehen da Leute mit Brotscheiben am Körper vorbei, reiben die Butter vom Oberkörper und ziehen sich da die letzten drei Brusthaare zwischen den Zähnen raus. Das will ich sehen. YouTube ist wirklich richtig geil. Es gibt nur eine Sache bei YouTube, die ich hasse. Das sind diese Tutorial-Fotzen. Ey. Weißt du, die Mädels, die dir Schminktipps geben, so Natural Prom Look und dann aussehen, als würden sie zur Halloween-Party gehen, die machen auch gerne diese Hauls. Also für alle, die Hauls nicht kennen, da stellen die zum Beispiel gekaufte Primark-Sachen vor. Das war's. Also die setzen dann die Kamera auf, ne, knallen sich auf ihr Bett mit Einhorn-Bettwäsche und dann zeigen die so 2-Euro-Pullis und 2-Euro-Schuhe mit ihren 2 Euro Gehirn. So, hallo ihr Süßen, total geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, ich bin's wieder, eure Cheyenne Pfeffer. Boah, ich kann jetzt nicht. Tut mir total leid, dass es gerade im Hintergrund so laut ist, aber mein Papa wird gerade von der Polizei abgeholt. Ja, also viele haben so nach dem letzten Video auch gesagt, boah, Cheyenne Pfeffer, wie machst du das immer, dass du gar nicht so dumm aussiehst, wie du dich anhörst? Und ich zeige euch das dann auch immer so. Hier zum Beispiel habe ich so einen Pulli, den habe ich in 32 gekauft, der war in 36 zu groß. Also bei Primark kann man halt nicht so auf die Größe gucken, ne? Das muss fließen, das muss fallen, so, ne? Ich finde das auf jeden Fall voll geil, was die Kinder in dem Alter schon nähen können. Die sind mega talentiert, ja? Richtig geil. Aber ich muss jetzt sagen, hier bei dem Teil sind die Nähte jetzt nicht so gut verklebt. Also liebe kleine Indira, wenn du das gerade siehst so, das kannst du ja dann besser machen, wenn du wieder aus dem Krankenhaus raus bist. Hast ja noch das andere Auge, ja? Ja, das ist krass, die sind so drauf. Das sind auch die Mädels, die bei Facebook diese Klospiegel-Selfies machen und das dann als Profilbild hochladen, ne, so. Mit der Schüssel im Hintergrund. Was soll uns das denn sagen? Boah, ich hab Supi-Stuhlgang. Das sind auch die Mädels beim Sex, wo du nicht weißt, ob die gerade lachen oder weinen. Mädels sind auch wirklich anstrengend, aber am meisten natürlich in geballter Form beim Mädelsabend. Und Mädelsabend läuft immer gleich ab. Alle saufen, einer hat Stress mit ihrem Freund, eine heult. Es ist meistens die, die Stress hat mit ihrem Freund. Eine singt irgendwelche Disney-Lieder und eine kotzt. Der Tobi ist so ein Arschloch. Ja, der Tobi ist ein richtiges Arschloch, der hat dich überhaupt nicht verdient. Ja, genau. Hat dich überhaupt nicht verdient? Trinkt ihr doch erstmal einen Hugo. Ja, wenn ihr meint, okay. Wisst ihr was, ihr habt recht. Ich lass ihn gehen. Ich lass los. Ich lass los. Ich lass los. Ich schlag die Türe zu. Da, da, da. Tobi interessiert mich eh nicht mehr.
Ist immer gleich. Saufen können wir, ne? Vor allen Dingen Sekt saufen in der Bahn. Ja. Wenn wir richtig Rebel sind, dann sogar entgegen der Fahrtrichtung. Aber erstmal die Frage, wer macht diese fucking Sektflasche auf, ne? Ich mach das nicht auf, mach du das auf. Nee, ich film grad Video, kann ich nicht aufmachen, mach du das auf. Nee, ich hab Nägel gemacht, mach du das auf. Tobi hat das sonst immer für mich aufgemacht. Öffner, was ich brauch ist ein Öffner, aber er ist nicht da. Traurig! Ja, das macht mich so traurig! Halt die Fresse, gib mir die Flasche. Und dann immer dieser Move hier. Wie so ein Mädchen, das zum ersten Mal einen Penis anfasst. Und das spritzt bestimmt voll. Wieso passiert dir? Hat gar nicht wehgetan. Dankeschön. Danke. Fertig, da fassen wir am Gang. Hammer. Ich stand gerade unten und ich habe richtig gehört, wie so ein paar einzelne Leute aus dem Publikum die Krähe gemacht haben. Mega. Ich glaube, wenn du Markus in der Familie hast, dann brauchst du dir über die Stimmung bei Familienfeiern auch absolut keine Sorgen machen, ey. Unfassbar. Ich habe einen jüngeren Bruder zum Beispiel und der ist das komplette Gegenteil von mir. Der ist sehr groß und sehr ruhig. So, wenn du den fragst, wie, weiß ich nicht, der antwortet immer mit Ja und Nein. Selbst wenn du fragst, ey, wie geht's dir? Ja. Und das Krasse ist, ich bin halt die ältere Schwester. Ich habe den Weg für den geebnet. Der hat keine Ahnung, was ich durchmachen musste. Ich bin durch die Scheiße gegangen. Der hat sich einfach nur ins gemachte Nest gesetzt. Ich war 12 years a slave. Der war Richie Rich. Der hat keine Ahnung. Der musste nichts machen. Der musste auch nicht im Haushalt helfen. Hey, ich bin immer wie Aschenputtel hinter dem hergelaufen. Ja, Herr Bruder, kann ich Ihnen noch was bringen? Herr Bruder, bitte, was möchten Sie, Herr Bruder? Ja. Ich hätte gerne noch etwas mehr Milch zu meinen Cornflakes. Ich hätte gerne so viel Milch, dass es perfekt reicht für einen Flake pro Löffel Milch. Ja, sicher, Herr Bruder, das bringe ich Ihnen natürlich. Der musste auch nie im Haushalt helfen, der musste nichts machen. Ich habe überall geputzt, ich habe alles gemacht. Und dann steht er letztens vor mir und sagt kackendreist, ja, weißt du, wie ich das gemacht habe, Tané? Ich habe einmal geputzt und das so scheiße, dass Mutter mich nie mehr gefragt hat. Und das ist eine Scheißerkenntnis, wenn du weißt, dein jüngerer Bruder ist auch noch schlauer als du. Das ist, aber es gibt auch so Sätze, die werden unter Geschwistern einfach nicht gesagt. So Sätze wie, isst du das letzte Stück noch? Oder, nein, such du ruhig das Fernsehprogramm aus. Und mein Lieblings ist, nein, Papa, Tané war's nicht, ich war's. Es wird es einfach nicht geben. Und ich habe letztens echt guten Spruch gelesen und ich finde, der trifft zu 100% zu. Derjenige, der den Lichtschalter am Badezimmer außen angebracht hat, der hatte keine Geschwister. Und es ist einfach so. Gut, ich habe mir als ältere Schwester schon mal den ein oder anderen Vorteil rausgezogen. Also es kann sein, wenn mein Bruder meine Freundin mit nach Hause gebracht hat, dass ich dem die ein oder andere ausgespannt habe. Das kann sein. Das kann sein. Aber da habe ich auch gesagt, ja, dann bring halt kein Skateboard mit nach Hause, wenn ich damit nicht fahren darf.